Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. So, der Hund ist jetzt hier und nicht mehr hier und das hat auch einen Grund. Ich habe noch ein Thumbnail machen müssen und er war da hinten im Schatten und das konnte ich ja nicht so hinnehmen. Deswegen habe ich ihn einfach mal kurz in die Sonne geholt. Also, um da jetzt keine Verwirrung zu stiften, wir haben zu wenig Brote. Und apropos Brote. Na, nein. So. Jetzt wird das bisschen, ja doch. Bleib da. Da. So, jetzt habe ich in der letzten Folge einen Hund bekommen. Huch. Du bist ja schon wieder. Erst. Ach, jetzt hör doch auf mit mir zu meckern. Genau wie in der letzten Folge. Du weißt, ich muss das machen. Sei halt beleidigt. Warte mal. Kann man dich eigentlich mit... Nee, Quatsch, das war ja mit Weizen, ne? Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Oh, ich glaube, hier haben wir jetzt... Zumindest... Doch, man merkt, es lohnt sich. Es hat sich richtig, richtig gelohnt, das Feld ein bisschen auszubauen. Und ganz ehrlich, ich weiß, mit einer Erntemaschine geht das natürlich alles viel... Ja, bequemer, viel schneller das Ganze ernten. Aber ganz ehrlich, so oft wie wir hier ernten, wenn man bedenkt, was für eine Arbeit dahinter steckt, außerdem bräuchten wir für eine Erntemaschine sowieso wieder Redstone, den wir noch gar nicht haben. Und dann das ganze Bauen dieser Erntemaschine, also jetzt mal unter uns, Leute. Da mache ich das hier mal vorerst noch lieber manuell. Und es geht trotzdem schneller. Und ganz ehrlich, auch bei einer Erntemaschine musst du hinterher sowieso die Saat neu selbst und manuell auslegen. Was mache ich denn da? Also bitte. Es wird doch jetzt nicht schon... Es wird doch nicht jetzt schon wieder dunkel. Aber wir wollten ja sowieso nicht großartig weit hinaus. Wir wollten ja eigentlich jetzt nur hier kurz ein bisschen... Habe ich aber gut was gemacht hier hinten, ne? Ups. Ich glaube, verschwinden die nicht? Nein, die verschwinden nicht, weil ich die ja extra gesetzt habe. Deswegen muss ich die manuell entfernen. Was wir auch nochmal machen müssen, wir müssen Tiere zusammenfärchen im Gehege. In einem riesengroßen Gehege. Aber das machen wir eh alles später, da hinten. Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, in einer der letzten Folgen. Das sehe ich, gehe mal nach oben. Ja, Hund, du musst aufpassen. Ach, da habe ich jetzt gar nicht mehr so einen freien Ausweg, stimmt ja. Da hinten, optimalerweise in der Nähe des Feldes, muss ich gucken, ob ich da jetzt auch ein bisschen Terraformen betreiben muss, dass ich eine große, einheitliche Fläche habe. Und dass ich dann da hinten irgendwie ein kleines Bauernhaus ausbaue und dann ein paar Felder anlege. Weizen, Kartoffeln und Karotten müssen wir natürlich noch suchen. Melonen müssen wir ebenfalls suchen. Kürbisse haben wir. Aber wir brauchen ja keine Kürbisse. Wenn ein Creeper kommt, nicht beißen, okay? Weil, nein, nicht beißen, glaub mir. Tu einfach so, als, ne? Wärst du sein Freund und so weiter, dann tut er dir nichts. Okay, was machen wir? Ich muss erstmal gucken, wir wollten ja oben ausbauen. Und Herrschaftszeiten, dann machen wir das halt auch. Ich guck mal nach den Steinen. Wir haben hier Steinziegel, die hätte ich gerne. Ja, nimm's mal beide mit halt. Okay, Wolle haben wir. Wir haben nur 3 Wolle. Okay, das ist sehr nicht gut. Das ist sehr nicht gut. Okay. Gut, dann schlafen wir erstmal. Ich muss mir noch wirklich Gedanken machen, wie ich das jetzt mit der oberen Etage. Wir fangen das jetzt mal an. Ganz einfach, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wie unten machen wir auch hier die. Untere, was mache ich da? Die untere Reihe mit diesen, Moment, mit diesen Steinziegeln. Also ich finde, die haben eh was. Ach nein, ich wollte ja die Front hier vorne eigentlich. Boah, das ist schwer. Ich mache das aber trotzdem mal.
Schwere Entscheidung, aber wie gesagt, wie schon sehr oft erwähnt, es ist ja Minecraft und wir können ja letztendlich immer noch abreißen, wenn es uns nicht gefällt. Das war super. Zeigt mal wieder, wie geistesgegenwärtig ich hier baue. So, dann die nächsten Steine. Ich würde sagen. So, dann haben wir wenigstens mal ein Fundament der oberen Etage. Die Fenster möchte ich natürlich wieder in der Größe beibehalten. Ja, und ich würde sagen dann, dass wir hier und hier mit Wolle machen. Und hier, was machen wir hier? Das ist jetzt wieder die Frage. Wir haben ja eh nicht so viel Wolle. Ich lege die dann mal hier weg. Haben wir Baum? Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht Baum. Wie ich hier wieder am Reden bin. Okay, wir brauchen Eichenholz in Rohform. Weil ich muss ja die Balken, die Eckbalken, ja noch ein bisschen nach oben ziehen. So, das mache ich am besten, indem ich... Okay. Gut, ich würde sagen, 3 ist eben normal. Höher brauchen wir nicht. So, und hopp. Okay. Wir brauchen definitiv... Ach, ist ja falsch. Was mache ich denn? So. So wird ein Schuh draus. So, dann haben wir hier wieder freie Sicht. Ja, was... Ja, dann hier und hier und zack. So, machen wir jetzt hier normales Holz. Gute Frage. Scheiß Antwort. Ja, dann machen wir das einfach mal. Wie gesagt, wir probieren erstmal aus, ne? Trial and Error, kennen wir ja. Und das war wieder sowas von super. Häuslebaue, hm? Schaffe Häuslebaue. Hieß man nicht so eine Folge von mir? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne? So. Machen wir gleich 2. Ich weiß aber nicht, aber 2, 3. Moment. So. Ach, hier ist ja eh dicht. Genau. Oh, dann kann ich hoch. Ich habe keine. Ja, machen wir alle. Okay, dann machen wir hiermit weiter. So, 1, 2, 3. Moment mal, 1. Wenn ich hier jetzt... Machen wir 1, 2, 3, 4, 5. 2 und 2. Oder machen wir hier direkt... Das ist aber hier sehr dunkel dann, ne? In der Richtung... Kommen wir hier noch so ein... Ja, ich würde sagen, hier machen wir auch noch ein Fenster rein. Komm. Was soll denn der Geiz? Genau, dann sieht das wenigstens ein bisschen noch was aus. Und hier machen wir dann so ein Dreierfenster. Das ist okay. Autsch. Meine Knöchel danken es mir. Super. Gut, dann werde ich das aber hier nicht so handhaben, weil ja hier keine Treppe nach oben führt. Hier. Muss ich hier auch noch abgrenzen, irgendwie mit einem Zaun oder so. Habe ich einen Zaun hier? Das möchte ich nämlich jetzt so. Obwohl, nee, mache ich jetzt nicht. Ich bin wieder so 1000 Orten gleichzeitig. Okay, dann mache ich ein Dreierfenster hier. Und 1, 2, 3 machen wir hier dicht. Machen wir ein Dreierfenster hier. Okay, 2, 2, 3, 3 ist symmetrisch, ist okay. Jo, Leute, wir bräuchten Wolle. Habt ihr mal was? Okay, dann müssen wir aber hier... ja, irgendwie dicht machen, ne? Dass wir hier noch so eine Reihe haben, dass wir hier... Wir können jetzt nicht hier irgendwie die Decke machen, weil das sieht richtig widerlich aus. Also müssen wir noch einen höher.
Aber ich würde sagen, das ist dann egal, mit was wir das machen, oder? Dann mache ich hier vorne dann wieder die Steinziegel. Ich muss sowieso... weil ich habe keine Lust, immer runterlatschen zu müssen. Deswegen machen wir mal hier provisorisch. Obwohl, ich habe doch unten noch eine Werkbank. Muss ja doch runter. Okay. Das ist, wenn man... okay, wo habe ich das? Okay, einmal hier. Dann nehmen wir gleich mal die Glasscheiben mit. Ich fürchte aber, die werden nicht reichen. Gib mal her. Okay, das wird auch nicht reichen. So. Und so. Und so. So und so. Ja, das wird definitiv reichen, denke ich mal. Na komm. So, dann nehmen wir das Glas hier hin. Wir haben 2,64er, doch um Gottes Willen. Boah, ich nehme mal einfach alles mit. Beziehungsweise den Rest. Und dann gucken wir mal. So, dann werde ich jetzt hier in der Ecke. Ich brauche definitiv eine Leiter, das weiß ich. So, dann haben wir das schon mal. Dann packen wir die Scheiben. Wo sind die Scheiben? Nehmen wir erst mit 32 natürlich. Wie gesagt, das ist alles erstmal provisorisch, ne? Nichts wirklich Schönes, aber Hauptsache praktisch. Dass wir dann hier endlich auch mal unserer kleinen Sommerresidenz auch mal vorankommen. Ja, hier mag ich noch keine Scheiben, weil das sieht dann merkwürdig aus, wenn das noch nicht, wenn hier die obere Reihe noch nicht ist. Oh, jetzt drehe ich mich so schnell, dass es mir schlecht wird. Super. Okay, aber schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir... Egal, ich nehme jetzt erstmal die Leiter. Die packe ich hier dran. Und hopp. Super. Ach, dann hätten wir ja hier eigentlich... ich weiß nicht, hätten wir das machen müssen? Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hätten wir hier die Ecke auch noch irgendwie? Nee, das ist ja nur die untere Seite, ne? Ich mach einfach mal, dass ich hier wieder so einen Ring mache. Jetzt nur nicht runterfahren. Nein. Okay, das war... na komm schon, ich komm hoch, ne? Super. So, dass wir hier... einmal die Ebene für die Decke haben. Und natürlich, damit wir von außen genau hier das Dach ja anknüpfen können. Okay. Führe ich das jetzt mal zu Ende. So, müsste eigentlich... und wie mache ich die... au! Okay, wie mache ich die Decke? Die Decke würde ich wieder sagen, im klassischen... ja, aber den Boden, den haben wir ja bereits. Eine helle Decke vielleicht? Vielleicht Birke? Ja, Birke wäre doch was Schönes, oder? Ich meine, jeder mag Birke. Das weiß man doch. Dann mal rausgehen und gucken, wie es los. Und, was meinst du? Boah, sieht das schäbig aus. Sorry, aber... oh, sieht das... okay. Gut. Okay. Ganz ehrlich, Leute, das sieht so ekelhaft schäbig aus. Ich will mal kurz rüber und gucken, wie es von der Seite aussieht. Ja, lass mich los. Da sieht es auch nicht wirklich besser aus. Das ist natürlich blöd. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich sag ja, quadratisch praktisch blöd, ne? Ja, das habe ich doch gerade eben... oh. Okay, lass mich mal schlafen. Lass mich mal eine Runde schlafen.
Okay, das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Eher wie gar nicht gekonnt. Hier an den Ecken müsste ich eventuell doch... Ich würde sagen, wir machen die Steine hier weg. Machen hier Wolle. Und hier oben wieder so eine Baumstammreihe. Muss ja leider sein. Wir brauchen Wolle. So leid es mir tut, habe ich Eisen dabei. Super, falls uns die Schere kaputt geht. Ich muss kurz wieder rüber. Das nützt hier alle nichts. Ich sollte mal wirklich langsam irgendwo in der Nähe. Vielleicht habe ich Weizen dabei. Warte mal, du kommst mal her. Zack. Ja, genau. Wir haben ja hier mehr als genug Schafe. Schäfchen. Zack. Und ja, ich weiß. Ach, ihr mögt das doch. Tut nicht so. Hier haben wir sehr viele Schafe, ehrlich gesagt. Ja, ich mag euch doch auch. Hä? Du wirst? Okay. Okay, kommt her, Kinder. Herkommen. So, ich entführe euch nicht, aber ich möchte, dass ihr im Zeichen der Liebe die Produktion von Wolle vorantreibt. Ganz genau. Und du auch. Jetzt küsset euch. Und gebäret ein weiteres Kalb. Kalb? Lamm? Hab ich doch gesagt. So. So, komm mal her. Auch du und auch du. Und jetzt, wo ist meine Schere? Sehr schön. Lasst euch nicht beim Liebesakt stören. Ich klaue euch nur kurz die Wolle, ja? Super Sache. Ne, finde ich gut. Danke. Ja. So, und du auch. Und du da oben, komm mal her. Komm mal her. Ja, komm. So. Hier am Strand ein bisschen. Ja, warte doch. Ich muss erstmal in die Wolle. Ihr seid aber schnell, Leute. So, dann haben wir hier erstmal für genügend Nachschub gesorgt. Sind doch alle gleich direkt glücklicher. Ne, mit einer ordentlichen Portion Liebe. Was ist mit dir dahin? Ach, guck mal, die haben die beiden. Na, ihr beiden. Na komm. Und du auch. Ne? Ihr beiden hier am Strand. Lust auf ein kleines Schäferstündchen. Ha. Gut. Ich denke mal, wir haben jetzt erstmal ja nicht wirklich genug Wolle. Aber um was auszuprobieren, ja, euch habe ich jetzt. Du siehst so einsam aus. Auch du findest noch deinen richtigen Partner. Oder Partnerin. Ich erkenne das von hier aus jetzt nicht. Boah, nee. Nee, das geht gar nicht. Okay. Gut, dann gehen wir rein. Ich muss noch Sand mitnehmen, um das hier draußen nachzuschütten. Okay, was wollte ich machen? Gut, ein 64er-Stack wollte ich. Ich glaube, da bin ich erstmal... Ich mache mal die Tür zu. Und, pass auf, ne? Gut, dann würde ich sagen, reißen wir den ganzen Schmodder raus. Beziehungsweise... Also hier definitiv. Hier. Hoppala. Okay, super. Hab ich wieder mehr Platz im Inventar. Ist doch gut. Das war geplant. Okay, also hier unten und hier oben definitiv. Aber da gehe ich hoch für. Hopp. Ich mag ja Steinziegel wirklich, aber... Sie müssen natürlich auch zum Rest passen und hier ist das leider gar nicht der Fall. Also müssen wir halt wieder konsequenterweise den ganzen Schmodder abreißen. Okay, blöd. Muss jetzt wieder von der anderen Seite gehen. Ich hätte ja auch, da ich ja Wolle dabei habe, hätte ich jetzt auch geistesgegenwärtig sein können und da schon mal die obere Reihe Wolle anbringen können. Aber geistesgegenwärtig... nee, ist nicht so meins.
So. Dann haben wir das. Dann bringe ich schon mal die Wolle hier oben an. So. So, und die Sonne scheint mir genau ins Gesicht. Das nervt zum Glück gar nicht. So, dann haben wir hier eine komplette weiße Front. Und hier hinten, ja, da haben wir bald wieder nichts, weil wir nicht genügend Wolle haben. Okay. Nutzt ja nichts. Ja, das war's damit. Und hier oben habe ich gesagt, machen wir hier weiter. Und legen dann, ja, denke ich mal, hier so einen nach, ne? Aber wie war das? Wie ist das eigentlich hier unten? Das sehe ich gar nicht. Obwohl, das ist ja eigentlich komplett egal, weil ich ja hier und hier auch noch einen dran setze. Oder ich setze nur vorne einen dran, weil ich an den Seiten genau das Dach habe. Stimmt. Okay. Aber dann sehe ich es ja trotzdem nicht, oder? Nein. Gut. Wir haben das und wir haben das. Und ich brauche noch die Axt. Gut. Dann, wie mache ich das? Machen wir einmal hier. So, und einmal zack. Super Sache. Nicht, dass ich hinfalle. Und dann hier nochmal. Das ist jetzt aber schon wieder ein bisschen... sieht man das? Das sieht man doch gar nicht, oder? Man sieht ja nur... Hier an den Seiten sieht man das nicht wegen dem Dach. Da sieht man nur vorne. Hier sieht man das auch nicht. Deswegen ist eigentlich egal, ob das jetzt hier richtig ist oder nicht. Man sieht es am Ende ja nicht. Jetzt aufpassen. Dass wir... Ich bin schon wieder ruhig, weil ich mich ein bisschen konzentriere. Ich möchte mich nach Möglichkeit nicht unbedingt hinlegen. Also, ich möchte nicht unbedingt runterfallen. So. Dann können wir hier den hier auch wegpacken. Und wie gesagt, jetzt brauchen wir nur noch... Ja... Brauchen wir nur noch eine Decke. Eine vernünftig aussehende Decke. So. Und vor allem Wolle, würde ich sagen, oder? Ach, fällt doch fast gar nicht auf, oder nicht? Ja, okay. Dann gehe ich mal kurz raus, gucke mir das von außen an und kann dann bewerten, ob das besser ist als vorher. Ja, doch, ist auf jeden Fall besser als vorher. Es sieht jetzt nicht ganz so, ja, misslungen aus. Schön ist immer noch was anderes, da sind wir immer noch Welten von entfernt. Ach ja, hier an den Seiten. Die Sonne stört ein bisschen. Danke, liebe Sonne. Ich habe gesagt, du störst ein bisschen und ohne Worte. Nee, das kann man so oben nicht... Nee. Das sieht auch fast schon nicht gut aus hier unten. Muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Aber gut. Kann man denn hier irgendwie... Nee, hier sieht es jetzt auch nicht aus. Ja, blöd natürlich. Also ich muss mir sehr stark überlegen, ob ich das an den Seiten so mache. Ob ich das an den Seiten so lasse mit dem Stein. Ansonsten war das hier wirklich aus wie Kraut und Rüben. Ja, okay. Gut, liebe Leute, wir haben jetzt auch schon wieder die... ne? Ja, ich, ne? Hab den Faden verloren, Hund. Tut mir leid. Ich würde sagen, wir sind wieder am Ende der Folge. Lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Folge wieder dabei. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.